Oh Junge, ich kriege jedes Mal Hunger, wenn wir in eine Bücherei gehen. Weißt du nicht mehr, was letztes Mal passiert ist, Patrick? Das Essen und Trinken verboten Schild hat seine Begründung. Aber das Essen auf dem Schild macht mich halt immer hungrig. Puh, ist das schwer. Damit hätten wir es, Patrick. Gehen wir zurück zu Tadeus. Dieses Buch hilft dir, wieder die richtigen Worte zu finden, Thaddäus. Schließlich hat Gary all seine schlauen Worte aus diesem Buch. Unseren Freunden geht es noch gut. Es liegt an uns, sie zurückzubringen. Weil es so matschig ist.
Monster! So fürchtet euch nicht. Es ist Sir SpongeBob von Bikini Bottom, hier euch zu retten mit seinem treuen Knappen Patrick. Knappen Patrick? Ich dachte, du wärst der Knappe. Außer war ich die ganze Zeit SpongeBob? So höret bloß auf mit eurem kindischen Unsinn. Ach, was soll's. Hör mal, SpongeBob, ich werde die choralste Schlummerparty veranstalten, die das Meer je gesehen hat. Es gibt Kuchen und eine Band und beliebte Mädels aus allen Ecken des Reiches. Und sie alle kommen her, um mich zu feiern, die Prinzessin. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Rettung könnte etwas länger dauern als gedacht, Patrick. Nenn mich bitte SpongeBob. Oh, egal. Tschüss. Oh. Ah. Nein! Was für ein großer Stein! Sieht eher aus wie ein Schloss. Nun, was auch immer es ist, ich würde gerne drunter leben. Danke. Ich darf dich wirklich nicht aus den Augen lassen. Verwirrend. Du hast recht. Das wird mir echt auf die Flossen gehen, wieder da unten zu landen. Leider mich! Jetzt sollte es sicher einen Weg durchgeben. Algenbrütze, wir haben den Blasenstab zerbrochen. Wie kommen wir jetzt nach Hause und retten Perla? Kein Problem, wir können ihn reparieren, ganz leicht. Wir müssen nur alle Stücke finden, sie anlecken und wieder zusammenstecken. Cassandra wird es nicht mal merken. Patrick, das ist brillant. Hoffen wir, das funktioniert mit magischen Blasenstäben. Das wird es. Genau wie als ich deinen Fernseher kaputt...
repariert habe. Und dein Bücherregal. Und Garys Fressnapf. Paps. Ach ja, ich habe deinen Kühlschrank zusammengeleckt. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum er auseinandergefallen ist. Sieht ganz gut aus. Ich habe auch deine Spiele mit etwas Schmucke zusammengeklebt. Der Hahn war seit Monaten undicht. Wir sollten Thaddäus herbringen. Er sagt uns immer, wir sollen verschwinden. Ich habe auch mal deine Fenster zusammengelegt. Hat wehgetan, aber ich würde nicht sehen, dass ich sie zerdeppert habe. Ich mag es, weil es so matschig ist. Ich habe auch dein Kamin zusammengeleckt. War blutig. Lassen. Sieh nur, ein Stück vom Blasenstab. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Zusammengelegt. Lass dir am besten tun. Mehr Gelee tut nie nicht weh. Das ist das letzte Mal, dass ich die malerische Route nehme. Juckt es nicht mehr. Sieht ganz gut aus. Thank you.
Labyrinthe. Wieso komme ich nur immer her? Ich darf dich wirklich nicht aus den Augen lassen. Lieferung kommt! Ah, endlich juckt es mich mehr. Jetzt sollte es sicher einen Weg durchgeben. Wohin glaubet ihr zu gehen? Gibt es Optionen? Ich will nach Neuseeland. Nur jene, die eine Einladung erhalten haben, dürfen eintreten. Und selbst dann sind keine Jungs erlaubt. Außer sie sind in einer Band. Seid ihr in einer Band? Tragischerweise berauben meine Pflichten die Prinzessin der erhebenden Erfahrung meiner Melodien. So bin ich gezwungen, andere, eher mittelmäßige Talente zu engagieren. Und Seepocken wie euch zu sagen? Sie sollen sich vom Seeacker machen. Vielleicht ist das ja der Eingang zum Schloss. Wir sollten mit allen Teilen des Blasenschaps wiederkommen. Und einem Kompass.